say so, sister. I don't wanna miss a single thing you do. Freunde, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu diesem neuen YouTube-Video. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich, denn heute, auch an diesem wundervollen Tag, läuft die Klimaanlage. Bitte beschweren Sie sich nicht über die Störgeräusche. Vielen Dank, liebe Freunde, für euer Verständnis. An diesem wunderschönen Tag schauen wir uns ein Video an von Peyton. Der Titel heißt, mir wurden 60.000 Euro geklaut und man sieht so ihr Gesicht und dann noch so das Auto auf der anderen Seite. Und ich wollte direkt schon mal, ohne dass ich das Video gesehen habe, wollte ich direkt schon mal sagen, falls in ihr Auto eingebrochen wurde, ein Schaden von 60.000 Euro, das geht da schon relativ schnell. Krass wäre aber, weil ich gerade so überlegt habe, Alter, 60.000 Euro, das ist sehr viel Geld. Krass wäre, wenn sie irgendwas wie so eine Uhr irgendwie drin liegen hat lassen. Also Rolex, Molex oder so. Und das wollte ich aussprechen, bevor ich das Video gucke, weil falls es so ist, dann kann ich mich richtig cool fühlen. Weil das ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, 60.000 Euro, das ist krass. Also wahrscheinlich irgendwas, ja. Gut, im Wert von 60.000 Euro. Wir sind gespannt. Ich freue mich auf das Video. Ich bin gespannt. Ich bin, hyped jetzt. Ja, ja, doch. Ich bin schon ein bisschen hyped. Also, es ist schon ein interessantes Video. Lehnt euch zurück. Macht euch gemütlich. Holt euch leckere Snacks. Holt euch was Leckeres zu trinken, liebe Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Video. In 3, 2, 1, let's go. Heute sollte ja eigentlich ein anderes Video kommen. Und zwar der Mailand-Vlog mit meiner Mama und meiner Schwester. Oh, Lukas auch dabei. Aha. Also vielleicht war Luca sogar bei dem Erlebnis dabei. Okay. Aber ich habe mich irgendwie komplett gar nicht danach gefühlt, den jetzt hochzuladen. Dementsprechend kommt jetzt einmal das Video hier. Der Mailand-Vlog kommt dann irgendwann anders online. Auf jeden Fall, um es kurz zu fassen, bei mir wird eingebrochen, beziehungsweise bei mir in mein Auto. Also sie hat eine Uhr zumindest noch um. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Peyton 5 Rolex zu Hause hat. Also dass sie so auf Uhrensammlerbasis unterwegs ist. Also vielleicht habe ich mich getäuscht und ihre Uhr ist ihr es geblieben. Was natürlich auch besser wäre. Weil, also, obwohl Autoeinbruch da ist, glaube ich eh, das so ein Versicherungsding, ne? Gut. Die halt natürlich einen Wert hatten, aber auch für mich persönlich halt einfach einen Wert. Und ja, das war halt jetzt heute Nacht. Willst du vielleicht mal weitererzählen? Ich bin irgendwie voll schlecht, in sowas zusammenzufassen. Wir wohnen hier in Hamburg noch für 1-2 Wochen oder so, ja, weil meine Wohnung in Köln umgebaut wird und wir dementsprechend aktuell schon total viele Sachen hier zusammenräumen. Wir haben hier überall Ikea-Tüten rumstehen, überall Umzugskartons. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich mich täusche oder nicht. Ich habe auch überlegt, Luca diesbezüglich noch zu fragen, habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ich habe auf ImmoScout auch nach so Buden geguckt, dies, das, ne? Und ich bin mir nicht sicher, aber da war eine Wohnung, die 1:1 so aussah wie seine. Also es hätte vom Ding her seine sein können und ich war so, oh, okay, der vermietet seine Bude oder die Bude, in der er wohnt, wird vermietet. Aber soweit ich weiß, war das, ich habe keine Ahnung, Alter, ob das sein Eigentum ist oder nicht. Aber auf jeden Fall war ich so, oh, okay. Aber wenn sie jetzt nur umgebaut wird, dann, das klingt ja so, als ob sie dann da wieder einziehen sozusagen. Weil wir eigentlich alles vor unserem Urlaub jetzt in einer Woche hier leer haben wollen. Und auch vieles haben wir auch schon nach Hause gebracht, zu unseren Families hin oder auch teilweise auch schon nach Köln hin. Ja. Und in der Wohnung hier ist eigentlich echt nichts. Fast nichts mehr. Mhm. Die Sache war, dass wir jetzt wieder eine Fahrt machen wollten die Tage und einige Sachen von Peyton runterbringen wollten. Und deswegen schon viel Shit in ihr Auto eingeladen haben. Unter anderem, weiß nicht, was war da drin, Ikea-Tüten wieder und halt unter anderem auch ihre Handtaschen. Ja, weil meine Handtaschen halt in einer... Okay, dann hat sie viele... Stimmt. Oh, ich erinnere mich noch an die Roomtour, wo sie so richtig viele Handtaschen hatte. Und ich so meinte, oha, mashallah, Handtaschen schon nicht gerade günstige auch dabei. Nicht gerade... Hä? Nicht gerade? Die, also die sind halt auch... Also die haben einen stabilen Wert. Und deshalb wahrscheinlich... Oh, hart. Okay, okay, okay. Ikea-Tüte ganz unten drin waren. Also oben drüber lagen zum Beispiel ein paar Klamotten, teilweise auch Kooperationssachen. Also es war so eine bunte Mischung, aber ich habe mir dabei jetzt halt nicht viel gedacht, weil man hat jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine teure Handtasche irgendwie frei rumliegen gehabt, dass man da einbrechen konnte. Und ich denke halt auch so, mein Auto ist jetzt nicht das erste Auto, wo man auf jeden Fall einbricht. Hätte ich jetzt zumindest mal behauptet. Das wäre das letzte, wo ich einbrechen würde. Mein Auto stand eigentlich in einer ganz guten Gegend, an der Alster. Wir können euch hier mal über Karten kurz den markierten Ort einblenden, nur falls irgendwie wer vielleicht irgendwas gesehen haben sollte. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag war es halt so, dass das Auto dort stand
und dort halt eingebrochen wurde. Ich weiß auch nicht warum, es war halt doof, so die Taschen dann da liegen zu lassen, die Kehrtüten, aber du rechnest halt nicht damit, nee, dass mitten in Hamburg an der Alster, also wirklich jetzt auch keine schlechte Gegend. Vor allem genau da waren halt auch zwei große Hotels, die man hätte. Ja, das ist direkt kennt, zwischen dem Atlantic Hotel gewesen und dem Le Méridien, also zwei 5-Sterne-Hotels direkt dazwischen. Ja. Und da sitzen auch nur gute Unternehmen, da sind gute Häuser, das ist eine gute Gegend, da ist auch viel befahren und so, das ist jetzt nicht in irgendeinem Viertel. Aber vielleicht ist gerade deshalb die Gegend, wo Leute dann sagen, ich guck mal hier ein paar Autos rein. Wie sieht's denn da aus? Ach, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ach, da zieht jemand um. Vielleicht finden wir einen Laptop oder ein Handy oder keine Ahnung. Eine Gasse gewesen oder sowas, dann hätte ich es noch andersweise verstehen können. Aber da war es halt wirklich, gerade so Samstagabends, da war schon, also ich... Wir haben es beide nicht verstanden, weil wir waren halt gestern Abend unterwegs und sind halt dann mit dem Taxi zurückgefahren. Weil wir halt was getrunken haben, am Auto stehen lassen und so. Wir haben uns dabei halt nichts gedacht. Ist halt vielleicht auch eigene Dummheit gewesen, auf jeden Fall. Also... ist halt so, aber man rechnet, also ich persönlich rechne halt immer mit dem, nicht mit dem Schlechtesten bei Menschen und deswegen ist es halt irgendwie... Man rechnet einfach nicht damit, dass dann dort eingebrochen wird. Nee, vor allem wie gesagt, nicht in mein Auto. Also wäre da jetzt ein anderes Auto gestanden, hätte ich mir auch gedacht, okay, sollte man hier nicht stehen lassen. Ja, wenn da jetzt so ein Lamborghini gestanden hätte, ja, dann, und der hätte auf dem Beifahrersitz, okay, hättest du schon gesehen, okay, da liegt jetzt Sachen, irgendwie teure Sachen und ja, Shoppingtüten und so, safe, bricht da ein. Ja. Aber das ist halt, du fährst ein Audi A1... ist nicht der neueste, so deswegen habe ich mir jetzt halt, er war super dreckig, es ist natürlich kein schlechtes Auto, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich denkt, wow, boah, krass, der ist bestimmt viel zu holen. Das war das, also es war von allen Autos, die dort geparkt haben, wirklich mit Abstand so das günstigste. Ja. So, deswegen ist es für uns halt so ein bisschen... Ich will nochmal dieses Bild sehen. So, man sieht auf der Rückbank, dass da so ein bisschen Sachen halt rumliegen, ne? Keine Ahnung, vielleicht konnte man halt schon irgendwie irgendwo... irgendwas Wertvolles erkennen, weshalb man sich dann entschieden hat einzubrechen. Ne? Kann man halt so nie sagen. Was natürlich hart. Keine Ahnung, vielleicht gibt, also vielleicht wissen die Diebe auch, welche Autos, bei welchen Autos springen Alarmanlagen an, bei welchen nicht. So, das kann ja auch sein. So, wisst ihr, wie ich meine? Oder vielleicht ist auch eine Alarmanlage angesprungen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sowas, bei sowas immer krass. Solche Situationen auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, wir waren halt Samstagabend jetzt noch da in der Ecke unterwegs, haben dann halt was getrunken und haben dann gesagt, nee, komm, wir fahren jetzt nicht mit Auto zurück, sondern haben uns halt ein Taxi genommen und sind jetzt Sonntagmorgens um 11 Uhr oder 11.30 Uhr oder so. Nee, also man muss dazu sagen, ich bin alleine losgegangen, weil ich so dachte, okay, komm, ich gehe das Auto kurz abholen. Und ich bin so voll selbstverständlich in dieses Auto eingestiegen. Und dann steht da so eine Frau mit einem Hund, weißt du, wie sie hieß? Charlotte, oder? Charlotte. Genau. Und ich wollte mich so reinsetzen und sie so, Entschuldigung, ist das dein Auto? Und ich so, ja, wieso? Und sie so, ja, weil ich habe gerade die Polizei gerufen. Ich so, hä, warum die Polizei? Und sie so, ja, guck mal nach rechts, deine Scheibe wurde eingeschlagen. Und mir ist direkt so richtig schlecht geworden. Ich dachte so, ach du Scheiße. Ich habe natürlich direkt wieder ausgestiegen, habe mich zu der Frau gestellt, habe mich nett mit ihr unterhalten, habe direkt Luca angerufen. Luca war dann innerhalb von ein paar Minuten auch da. Ja, dann haben wir halt auf die Polizei gewartet. Die haben dann alles aufgenommen und haben sich das halt einmal angeguckt. Sie meinten halt, man kann nicht großartig viel machen. Ja, wir haben halt diesen ganzen Standardkrams halt gemacht. Dass da was bei rumkommt, ist halt schwierig. Deswegen ist das jetzt auch der Grund, warum du jetzt ja auch dieses Video hier machst. Ja, vielleicht hat ja irgendjemand irgendwas gesehen, beziehungsweise ich würde vielleicht auch einfach mal ein Bild von ein paar Sachen einblenden, die weg sind. Also auf dem Bild haben wir wahrscheinlich allein schon mal 15 Mille oder so. Also ich glaube 15.000 Euro ist auf diesem Bild schon drauf wahrscheinlich. Das ist auch schade, ne? Wenn man so Taschen-addicted ist. Also wenn man Taschen liebt, ne? Dann hat man alle Taschen an einer Stelle und dann werden alle geklaut. Das ist auch krass. Guck mal, man würde sich ja allein schon abfacken, wenn man jetzt irgendwie in der Stadt unterwegs ist und eine Tasche wird geklaut. Selbst wenn nichts drin ist. Aber dann so viele auf einmal... Scheiße, ja. Wenn ihr zufällig im Internet gerade irgendwie zum Beispiel die Tasche seht, dann schickt mir das bitte per Insta-DM oder sonst was, weil das sind halt Sachen, die halt so limitiertmäßig sind, die man nicht so oft findet. Ich habe halt absolut keine Ahnung davon. Mich hat der Polizist dann auch so voll viele Sachen gefragt, meine so, ja, auf welche Unternehmen ist das denn versichert? Ich so, Bruder, keine Ahnung. Ja, also das dann, ist ja, also, ja, was fehlt denn für Handtaschen? Ich so, Bruder, kann ich dir auch nicht sagen. So, frag sie alles, du warst aber dann ein bisschen unter Schock. Ja. Dann habe ich dir noch meinen Ausweis gegeben, der Polizist und so, die waren auch total korrekt. Waren innerhalb von einer halben Stunde da. Klar, also am liebsten hätte ich, dass die nach 10 Sekunden gekommen wären und gesagt hätten, ich jag den jetzt sofort über die Grenze, wenn die im Ausland sind oder so. Aber das ist natürlich logisch. Das juckt, also das muss man ja auch sagen, es ist ja jetzt für die Polizei natürlich eher wichtiger, sich um richtige Dinge zu kümmern. Ja. Wenn irgendwo Schießereien sind oder wenn es um Leben und Tod geht und sowas, als jetzt, dass irgendwie Handtaschen geklaut wurden. Die Sache ist allerdings, und das soll jetzt auch überhaupt nicht irgendwie, also
mir wurde eh nichts geklaut, so. Es geht ja nur um dich. Also es soll jetzt nicht dumm rüberkommen, das jetzt hier zu sagen, aber es war ein Gesamtwert von 60.000 Euro. Ja. Und das ist halt. Es ist halt nicht wenig. Und ich habe auch schon so Insta-DMs bekommen von wegen, ja, selbst schuld, wo ich mir so denke, nein, ich bin nicht selbst dran schuld. Es gibt einfach schlimme Menschen, wo ich mir so denke, damit rechnet man einfach nicht. Ja, das ist genauso wie, aber so, dass Mädels ein bisschen freizügiger sich kleiden, draußen so rumlaufen. Und dann heißt es so, ja, selbst schuld, wenn du vergewaltigt bist, zieh dich ja, anders so, an. Das ist halt eine dumme Aussage, bin ich ganz ehrlich. Das hat halt nichts damit zu tun. Auch, dass du dort parkst, theoretisch, du könntest ja dein Auto, na gut, wenn man es jetzt offen stehen lassen würde, wäre es jetzt natürlich hohl. Aber so vom Ding her, dann bist ja trotzdem nicht du. Klar, hast du, ist das dann halt dumm von dir gewesen, dass du vielleicht die Taschen da drin gelassen hast. Aber dass diese Leute oder diese Typen oder diese Frauen oder keine Ahnung, wer das war, weiß ich nicht. Die haben ja einfach was Falsches gemacht. So. Ich verstehe halt nicht, die kein Gewissen haben. Also ich würde mich so schlecht fühlen, wenn ich sowas durchziehen würde. Ich verstehe es einfach nicht. Ach, manche Leute, das ist, manche Leute sind da einfach abgebrüht, glaube ich, was das angeht. Oder die kriegen das so früh schon in die Waage gelegt. So, nimm einfach anderen Leuten was weg, damit es dir besser geht. Oder beklau andere, um zu überleben. Oder beklau andere und verkauf das weiter. Keine Ahnung. Aber es ist schon schlau, dieses Video zu machen. Gerade auch dieser Aufruf mit, guckt mal, ob ihr diese Taschen im Internet findet. Es gibt bestimmt ein paar Hobby-Mädels, die jetzt so ein bisschen unterwegs sind, auf Kleiderkreise gucken, vielleicht auf Kleinanzeigen gucken. Ne? Ist ja auch nicht dumm. Aber man darf nie vergessen, solche Einbrechmenschen sind auch nicht dumm, ne? Ist logisch, dass man jetzt die nächsten Tage immer wieder so im Internet guckt und dies, das. Ich habe auch, als mir eine Kamera geklaut wurde, habe ich auch die nächsten Tage die ganze Zeit im Internet nach dieser Kamera gesucht. Ja, it's not easy. Was ich voll lieb fand, dass diese Frau wirklich die Polizei angerufen hat. Weil ich war nicht im Auto, da stand niemand. Und die Frau stand einfach da mit ihrem Hund, hat gewartet vor dem Auto. Sie meinte zu mir, da warst du noch nicht da, sie steht hier seit einer Stunde. Und ich finde es voll krass, dass eine Person da eine Stunde wartet, die Polizei anruft oder eine halbe Stunde, irgendwie sowas, wartet und sich so denkt, okay, ich tue jetzt was Gutes. Ja. Weil ich finde, es ist nicht selbstverständlich. Stimmt, vor Plot-Twist, die hat die Taschen geklaut. Ja. Naja, Charlotte, kein Front, also wirklich übel. Ja, die war wirklich ultra lieb. Ich habe ihr dann auch gesagt, ja, danke, ich warte den Rest alleine auf die Polizei. Luca kam ja dann auch wegen. Ja, Polizei kam auch eine Minute später. Ja, die waren richtig schnell, aber sie stand da halt schon voll lange. Ja, sie meinte, sie hat die Polizei halt schon angerufen und sie wartet da schon voll lange und die kam noch nicht. Und dann meinten wir, ja, Charlotte, dann danke dir auf jeden Fall. Ja. Hatte so einen kleinen Australian Shepherd da mit dabei stehen und ist dann halt weggegangen. Dann kam halt die Polizei direkt. Vor allem voll lieb, wie alt war Charlotte? 25 vielleicht? Ich hätte auch so gesagt, Mitte 20. Ich finde das halt richtig nett und es ist halt echt traurig, dass es so wenig von so netten Menschen gibt. Ja, wir können hier nochmal Bilder einblenden. Also so sah das auf jeden Fall aus. Das Auto, als wir da... Eine Tasche haben die drin gelassen, oder was? Also direkt haben wir Fotos gemacht und alles Mögliche. Hä, warum haben die denn aber eine Louis Vuitton-Tasche drin gelassen? Wie doof ist das denn? Also sorry, aber... Und... Ja, also wie gesagt, falls irgendjemand von euch was gesehen habt, wäre ich sehr, sehr lieb, wenn ihr mir vielleicht Pants... Ja, Leute, auch an euch, so, ne? Viele von euch sind bestimmt auf Kleiderkreise, Kleinanzeigen, was weiß ich, unterwegs und suchen sich neue Klamotten raus. Haltet die Augen und Ohren auf nach den Taschen und meldet euch bei Peyton, wenn ihr was findet oder bei Luca oder wie auch immer. Und vielleicht kriegt man dann die Person so. Ich sag euch eine Sache, mein Bruder hat schon mal ein geklautes Fahrrad so zurückbekommen, indem er auf Kleinanzeigen geguckt hat und das dann tatsächlich da aufgetaucht ist und dann ist der mit der Polizei hin und hat das Fahrrad gekauft. Also er hat, warte, wie war die Story? Er hat eine Freundin gefragt, ob sie das Fahrrad kaufen kann und hat mit ihrem Account gemacht, weil dann kommt der Dieb nicht. Also dann ist der Dieb so ein bisschen entspannter, wenn es eine Frau ist, die das kaufen will. So, ne? Und Frauen vertraut man immer da, was das angeht, so ein bisschen mehr. Wenn ihr eine Frau auf Kleinanzeigen schreibt, als wenn ihr einen Typ auf Kleinanzeigen schreibt, könnte man vielleicht dahinter kommen. Genau. Deshalb die Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Schaut bei Peyton vorbei, schaut bei Luca vorbei, liebe Freunde. Link zu dem Video ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten, lasst es euch bei den Temperaturen gut gehen, gell? Mal den ein oder anderen Cocktail schlürfen, gell? Freunde, wir sehen uns, haut rein. Bis morgen, 14 Uhr. Ciao. I got a lot to do. Got a lot to do.